Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir haben zuletzt der Henners Labor endlich gefunden und durchsucht und haben unter anderem ein sehr interessantes Buch, ein Folianten, gefunden, der etwas über die Geschichte der Stadt erzählt hat, dass auch die Elfen problematischerweise daran beteiligt waren und dass es ein Virus gab. Und darüber wollen wir uns noch mit Cynthia unterhalten. Allerdings ist der Plan, dass wir vorher hier unten noch die Katakomben ein bisschen durchsuchen, denn die kennen wir noch gar nicht so richtig systematisch. Im Inventar habe ich mir eine Sache noch nicht angeschaut, denn wir haben noch Trophäen erhalten. Eine Golem-Trophäe, die uns Rüstung plus 10 gibt, also plus 3 mehr als die Gargoyle-Trophäe. Sehr schön. Und eine Genius-Trophäe, die gibt gar keine Rüstung, dabei Bonus für Zeichenschaden. Finde ich nicht so schön. Wir werden die Golem-Trophäe anlegen. Das ist auch nochmal eine hübsche Verbesserung. Ja, und ansonsten marschieren wir dann mal raus und gucken, was wir hier in diesen ganzen Gängen und Gewölben noch so finden. Erst einmal hier. Wir sind hier immer noch in der Henners Laborgebiet. Das ist sehr überschaubar. Wir sind, glaube ich, von da gekommen, ne? Dann gehe ich hier nochmal einmal runter. Wir finden noch ein bisschen Ohrens und Pluderhosen. Aber hier unten ist dann auch schon Schluss. Aber auch nochmal Pluderhosen und 25 Ohrens. Na, großartig. Okay, soweit hierzu. Von hier sind wir, glaube ich, gekommen. Dann gehen wir mal raus. Ja, was heißt raus? Jetzt müssten wir doch eigentlich in der Kanalisation sein. Tatsächlich. Und das sieht jetzt erstmal relativ überschaubar aus, aber ich meine mich zu erinnern, dass wir die Kanalisation noch nicht einmal systematisch hier durchsucht haben. Und das soll jetzt erstmal erfolgen. Gucken wir mal hier hinten. Hier geht es einfach nicht weiter. Hier ist sie zusammengefallen. Also hier entlang. Hier sind wir das letzte Mal vorbeigelaufen. Ah! Du stinkst vielleicht. Moder heute, oder? War, glaube ich, direkt einer hinter uns. Aber die sind zum Glück keine Gefahr mehr. Kommen da noch welche? Nee. Gut, sammeln wir kurz noch ihre Überreste ein. Hier liegt noch jemanden, aber den haben wir, glaube ich, schon geplündert. So, kurzer Blick auf die Karte. Wir sind hier, dann gucken wir uns erstmal da um. Zaunrüben, aber ansonsten geht's da nicht weiter. Da liegt noch jemand in der Ecke, ein armer Schlucker. Mit einem Ohrens in der Tasche. Oh mein Gott. So. Okay. Hier sind wir aber mit Cynthia und den Magiern oder den anderen Gelehrten auf jeden Fall ja auch vorbeikommen. Ah ja, schaut mal. Da haben wir nochmal den Endriadenkrieger hier vor uns. Okay, aber ein Schlag genügt bei diesen. Und das war's dann mit denen. Gut. Einsammeln tun wir trotzdem noch. Von da sind wir gekommen. Ich muss mich kurz orientieren. Da geht's weiter. Und den Raum, den kennen wir, glaube ich, noch gar nicht. Aber hier sind auch noch Kisten. Das könnte auch noch interessant sein. Aber da ist nur das Übliche drin. Das Einzige, was wirklich im Moment, glaube ich, noch richtig selten und wertvoll ist und begrenzend, das ist Silbererz. Okay, was für... Ah, okay. Ah, ein Drauger. Warte mal. Und Brune Bruxa. Da müssen wir aufpassen. Wir wissen, dass die sehr gefährlich sein können. Der Drauger ist schon tot, fast. Wenn wir ihn dann... Ja, beruhig dich. Dieses Geschrei geht dann ja richtig auf den... Oh mein Gott, wie wir sind da. Okay, wir müssen kurz mal was machen. Ich hoffe, das war nicht der, der kein Leben mehr hatte, sondern der andere. Ja, doch, das war der mit... Okay, gegen die Bruxas kommen wir nur mit schnellen Schlägen an. Oder auch mit Quen. Eieieiei. Aber ich glaube, wir haben die Bruxas. Sehr gut. Das heißt, es ist nur noch der Drauger. Ja, mit dem haben wir keine Probleme, denke ich.
Soll der mal seinen Run machen hier? Von hinten ist er erledigt. Und hier scheint es noch weiter runter zu gehen, oder was? Naja, wir gucken erstmal, was wir hier so finden. Auf jeden Fall Teil einer Draugurenrüstung und Draugurenkrallen. Aha. Gab's da nicht... Ja, vielleicht gibt es da irgendwie ein Rüstungsschema, was noch interessant sein könnte. Hier sind nur Orens drin. Hier ist gar nichts drin. Das war's hier oben und da unten. Da geht's auch nicht mehr weiter. Da finden wir noch 31 Orens. Okay, dann schauen wir uns das mal an, was wir da gerade erhalten haben. Draugurenkrallen, das sind nur Zutaten. Und ja, diese Draugurenrüstung, da muss es irgendein Rezept geben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon irgendwo gesehen haben. Müssen wir uns mal umschauen. Nochmal. Okay, also hier wäre alles geplündert. So, dann kurzer Blick auf die Karte. Dann sollten wir erstmal nach links gehen. Aha. Leichenfresser. Gut. Das war's dann aber auch schon. Zum Glück. So, und ist hier irgendwas Besonderes? Sieht im Moment nicht so aus. Wir haben noch ein paar Kisten. Die Truhen, die sehen immer so vielversprechend aus, aber am Ende ist da wirklich nur Gerümpel drin. Ah, warte mal, hier ist aber noch ein Gitter, aber das hat, glaube ich, nichts zu sagen. Da kann man einfach nicht durch. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Hier unten, ich weiß nicht. Nee. Ich meine, wir können ja mal spaßenshalber irgendwie Art probieren. Aber nee. Habe ich nicht ernsthaft erwartet, dass da was passiert. Gut. Dann gehen wir dann in Richtung vermeintlichem Ausgang. Hier links. Okay, da ist auch noch ein Gitter. Da wächst nur eine Zaunrübe. Ne, hier geht es nicht mehr weiter. Ich kann mich erinnern, hier sind wir am Beginn der Expedition auch lang gegangen. Richtig, wir müssten ja jetzt eigentlich... Aber warte mal, das ist nur ein spezieller Teil der Kanalisation, nicht wahr? Das ist nur der Teil, der unter dem Turm ist. Es gibt ja noch diese andere Kanalisation, wo man unter anderem ins Gefängnis kam und zu den Nilfgaardern. Das hat hier offenbar gar keine Verbindung. Hm, okay. Gut, ist trotzdem in Ordnung, dass wir hier nochmal uns alles anschauen, weil hier sind wir nur durchgelaufen das letzte Mal. Und hatten keine Gelegenheit, uns umzuschauen. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Okay, geradeaus, da ist einfach nur Sackgasse. Eisenerz. Viel Eisenerz, aber Eisenerz haben wir zu Genüge. Silbererz, wie ich schon erwähnte, fehlt. Okay, und das war der Raum, wo wir sie getroffen hatten. Aber auch hier gibt es noch ein bisschen was zu gucken. Da gehen wir wieder raus. Da hinten ist noch ein Kästchen. Schema Wasseressenz. Aha. Ich weiß gar nicht, wozu man das braucht. Ist mir noch nicht aufgefallen. Auch hier gibt es noch was Feines. Bisschen. 369 Orens. Na, das hat sich ja direkt nochmal gelohnt. Gut, dass wir nicht gleich sofort hochgegangen sind. Okay, dann zurück in den Turm und dann wissen wir eigentlich, dass da oben hinter der nächsten Tür, da lauern Geister. Also nicht hier, sondern in der oberen Etage.
Oh, weiter runter geht's ja, glaube ich, nicht, ne? Genau, da war Schluss. So, und hinter dieser Tür wurde es unangenehm. Da wurden wir das letzte Mal sogar getötet, wenn ihr euch erinnert. Diesmal sind wir besser vorbereitet. Einmal, indem ich Quen mache. Und wir könnten eigentlich auch mal, weil wir es eh nicht so oft benötigen, mal hier Geisteröl oder sowas auflegen. Haben wir das überhaupt noch? Geisteröl. Zweimal haben wir das noch. Plus 20% gegen Erscheinung, bitte aufs Silberschwert gelegt. Hervorragend. So, dann versuchen wir nochmal unser Glück. Mit diesen ollen, widerlichen Viechern. Uiuiuiui. Okay, sind irgendwelche Kristalle in den Wänden. Mutter nicht geboren. Könnte das irgendwie... Müsste man die vielleicht aktivieren? Oder ist das ein anderes Rätsel? Oh, oh. Das ist doch Wahnsinn. Okay, krass. Okay, das erfordert, wie es aussieht, sogar Tränke. Oder ich muss vielleicht mit diesen Kristallen irgendwas machen, dass ich gar nicht in diesen Kampf richtig reingehe, sondern vielleicht die Kristalle zerschlage. Naja, ich würde mal sagen, Tränke schaden in diesem Falle nicht. Zum Glück habe ich gespeichert. Ich hoffe, wir können meditieren. Ja, können wir. Okay, damit ist das Geisteröl zwar hinfällig, aber so ist es halt. Tränke einnehmen. Dann gehen wir mal aufs Ganze. Also natürlich unsere Schwalbe. Dann, ja, brauchen wir hier Resistenzen? Ich glaube nicht, ne? Waldkauz könnte interessant sein. Krähe. Ich glaube nicht, dass die so eine Spezialeffekte haben. Habe ich aber nicht drauf geachtet. Wir nehmen Waldkauz und wir nehmen Krähe. Das trinken wir. Okay. So, unser Öl gilt trotzdem noch. Das ist schön. Dann speichere ich nochmal und ich werde nochmal konventionell versuchen zu kämpfen. Ich muss mich irgendwie wahrscheinlich besser bewegen. Ich weiß es auch nicht. Kommen wir hier noch runter? Ja, aber das... Von denen laufen hier noch rum. Da sind wir allerdings gefangen. Aber eine habe ich schon. Das läuft schon mal besser. Okay, die nächste auf dem Weg. Immerhin. Oh. Oh, die Kristalle funktionieren doch, Leute. Einfach gegen die Kristalle schlagen. Oh, wow. Das wäre es gewesen. Naja, gut. Es ging auch so. Aber vielleicht haben die noch Effekte außerhalb des Kampfes. Gucken wir uns gleich mal an. Ich speichere mal sicherheitshalber. Ja, Mensch. Ärgert mich jetzt fast ein bisschen, dass ich das nicht gleich gesehen habe. Ich schlage nochmal drauf. Naja, die machen Schaden irgendwie. Wahrscheinlich fokussieren die dann sogar die Geister. Und so machen sie einfach nur Schaden auf uns. Ja, cool. Schön. Aber was bekommen wir dafür? 3 Orens. Und da hinten in der Ecke liegt noch was. Nee. Das ist schon wieder ein bisschen verbuggt. Es leuchtet zwar, aber ich darf nichts nehmen. Achso, Todesessenzen müssten eigentlich hier rumliegen. Ist aber nur eine gewesen. Aber wisst ihr was? Die haben möglicherweise hier unten noch irgendwas. Aha, es könnte natürlich sein, dass das noch ein Rätsel ist, dass wir hier unten weiterkommen. Ja, definitiv. Es geht dort noch irgendwie weiter. Tja, Rätsel, wie ich sie liebe. Wir werden mal gucken. Also ich mache erstmal ganz konventionell. Versuche ich mal mit Art. Aber es sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Nee. Tja.
hier zeigt er mir jetzt irgendwie so ein Handsymbol. Das sind überall so eine Handsymbole. Aber nur, wenn ich die Waffe gezogen habe. Okay, jetzt ist die Frage, hat das was... Muss man die vielleicht irgendwie miteinander verbinden? So, dass der Strahl irgendwie da unten rauf geht. Aber wie soll das funktionieren? Dann müsste man oben ja noch einen Kristall haben. Der das irgendwie runter fokussiert. Also, das Schlimmste wäre natürlich, wenn man die Bruxas benötigt oder die Geister benötigt, um unten das Tor aufzumachen und man das nach dem Kampf möglicherweise gar nicht mehr tun kann. Aber das kann ich mir kaum vorstellen. Gibt es noch einen Zauber, der hier vielleicht sinnvoll wäre? Igni? Nee. Das ist ja ein interessantes Rätsel, Leute. Okay, pass mal auf. Ich speichere mal an dieser Stelle ab und probiere einfach nochmal, einfach nur aus reiner Neugierde, ohne euch, oder eigentlich können wir das auch gemeinsam machen, ich probiere mal diesen Kampf zu führen, indem ich während des Kampfes alle Kristalle einfach vor allem aktiviere und gar nicht auf die Gegner achte, ob das irgendwas mit der Tür da unten macht. Ist mal ein Versuch wert. Wir sehen uns gleich beim Neuladen. Okay, da bin ich mal nochmal vor der Tür mit den gleichen Bedingungen vorbereitet und jetzt werde ich mal die Kristalle nur attackieren. Und nicht die Geister. Gucken wir mal, was passiert. Stirb. Okay, das war ein Geist. Hier. Also es funktioniert auf jeden Fall irgendwie. Was die Geister betrifft. Aber was den Eingang betrifft, funktioniert es gar nicht. Okay, was war das? Ach, jetzt kommen noch mal welche. Hä? Das war jetzt aber nicht so geplant. Na gut, ist eher so ein Testversuch. Und jetzt hat es uns gleich mit erwischt. Ja, okay, also diese These scheint sich nicht zu bestätigen. Das hat irgendwie gar keinen Einfluss unten auf diese Tür. Naja, dann würde ich sagen, lade ich noch mal den alten, eigentlichen Spielstand, guck mich noch mal ein bisschen um und ansonsten muss man einfach akzeptieren, dass es da erstmal nicht weitergeht. Tja, ich habe noch mal ein bisschen rumprobiert, aber das Rätsel erschließt sich mir leider nicht im Moment. Das werden wir erstmal hier so lassen, wie es ist. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir gehen stattdessen hoch. Wobei, ich weiß gar nicht, gab es da möglicherweise noch eine Tür? Ja, aber das ist die Tür, die rausführt, nicht wahr? Genau. Und wir kommen tatsächlich am Morgengrauen wieder an hier in der Stadt. Das ist insofern... Aha. Das ist insofern ganz gut, weil dann können wir auch gleich hier mit Cynthia sprechen. Sie sagte doch, sie wäre in der Kneipe, nicht wahr? Auf der Minimap scheint sie woanders zu sein. Ich gehe trotzdem mal in die Kneipe. Oder vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Kneipe. Nee, hier ist sie doch. Wir müssen reden. Sicher. So. Gut, fragen wir sie erstmal über Wergen aus. Das ist ja auf jeden Fall auch nochmal ein interessantes Thema. Du hast mich in Wergen hinters Licht geführt. Ich hätte nie gedacht, dass ein Gesicht süß wie deins jemandem gehören könnte, der fanatisch an die Idee glaubt, den Norden zu unterwerfen. Mach dich nur lustig über mich.
Ich glaube wirklich, dass ein riesiges Imperium die einzige Hoffnung für die Menschheit ist. Viele Nationen unter einer Krone. Mit gemeinsamen Gesetzen, fortschrittlichen Wissenschaften, blühender Wirtschaft und regem Handel. Und natürlich ohne Kriege. Klingt großartig. Lass mich wissen, wenn es klappt. Ich würde meine alten Tage gern in diesem Land verbringen. Diese Ruinen bergen wohl viele Geheimnisse. Da bin ich sicher. Es war eine schöne Stadt, voller Talent und Hoffnung. Aber mit dem Idyll war es vorbei, als die Armeen der Nordlinge kamen. Meinst du, imperiale Armeen hätte die Stadt überstanden? Eure Könige haben den Krieg mit den Enseide begonnen. Das Verhältnis Nilfgaards zu den Elfen war immer friedlich. Die haben dein Hirn ja wirklich umgekrempelt. So, jetzt wird's aber interessant. Das war ein interessantes Abenteuer, Cynthia. Ja, so etwas schweißt einen zusammen. Ich frag mich beinahe, welcher Teufel dich in Vergen eigentlich geritten hat. Hast du deine Beförderung bekommen? Noch nicht. Aber seine kaiserliche Majestät belohnt Engagement. Kann er Wahrheit und Lügen denn unterscheiden? Wie meinst du das? Ich vermute, der Kaiser hat keine Ahnung, dass seine Zauberin einem Mutanten geholfen hat, einen nilfgaardischen Magier zu töten. Es war eine gefährliche Expedition. Verluste waren unvermeidlich. Mit dieser Erklärung wird er sich zufrieden geben. Hast du Zeit zum Reden oder musst du zu einer weiteren gefährlichen Mission? Auch wir nilfgaardischen Agenten ruhen manchmal aus. Okay, gut. Wir können also noch mehr mit dir reden. Hast du das Artefakt schon verwendet? Ich arbeite daran, es zu verbessern. Ich glaube, es wird noch nützlich sein. Also, ich finde, es ist jetzt schon mega nützlich, gerade wenn man Spion ist. Ich habe einige Aufzeichnungen von Dea Henna gefunden. Er hat die Geschichte der Vrans erforscht, stimmt's? Unter anderem? Er erwähnt mehrfach eine Epidemie. Lokmuin birgt viel mehr Geheimnisse, als wir dachten. Ich bezweifle, dass wir je alle lüften. Nun, wenn man Dea Henna trauen kann, hatte die Epidemie etwas mit den Enseide zu tun. Vielleicht haben die Vrans sich bei den Elfen angesteckt. Ich bin kein Experte bei Krankheiten, Hexer. Wer weiß, vielleicht hatte Dea Henna recht und der Niedergang der Vran-Zivilisation war viel finsterer und plötzlicher, als wir dachten. Sehr hübsch, der Krieger, der da hinter uns versucht vorbeizugehen. Mal sehen, wann er ungeduldig wird. Aber jetzt erzählen wir ihr von dem Buch. Du wusstest, was wir in diesem Labor finden würden. Wie bitte? Du wolltest die Bakterienstämme, an denen die Vrans gestorben sind. Genauer, Dea Hennas Aufzeichnungen über seine Forschungen dazu. Dies ist sehr gefährliches Wissen. Ich nehme an, deswegen interessiert sich der Kaiser so dafür. Im Norden herrscht Chaos. Eine Epidemie ist das Letzte, was ihr gebrauchen könnt. Und wenn Dea Hennas Buch in die falschen Hände gerät, könnte eine ausbrechen. Glücklicherweise ist es ja gerade genau in den richtigen. In Amhurs zivilisierten, manikürten Händen. Exakt. Warte mal, aber wir haben doch die Aufzeichnung. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben doch definitiv die Aufzeichnung. Sie sind bei uns im Inventar. Ganz komisch. Es fällt mir schwer, irgendetwas zu glauben, was du sagst. Bist du gekommen, um mich zu beleidigen? Nein. Tut mir leid. Was genau willst du eigentlich? Oha. Bandeln wir jetzt mit ihr an? Wenn wir sagen, dass wir die echte Cynthia kennenlernen wollen? Ich meinte, es ist doppeldeutig zu verstehen. Ehrlich gesagt, also so richtig nach... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Geralt nach allem, was passiert ist... was im Prinzip die Nilfgaarder ja auch Triss angetan haben, dass er mit Cynthia da ins Bett geht. Insofern werde ich das mal auf naive Art und Weise sagen und so auch meinen. Wir wollen wirklich wissen, wer sie ist und was sie eigentlich will. Ich war neugierig. Ich wollte wissen, welche Cynthia ich diesmal treffe. Die Spionin, die Zauberin. Oder vielleicht die Frau. Welche wolltest du denn treffen? Die echte. Nehmen wir an, dass du gerade mit ihr sprichst. Wie gefällt sie dir? Sagen wir, recht gut. Komplimente sind eindeutig nicht deine Stärke. Tja, ich habe dir gesagt, warum ich herkam.
Würdest du mir jetzt sagen, warum du mich hergebeten hast? Sagen wir, ich wollte wissen, welchem Geralt ich begegnen würde. Und? Okay, Leute, an dieser Stelle werde ich mal in der Rolle wirklich bleiben, auch wenn es natürlich in gewisser Weise verlockend ist, aber nein. Nein. Also, wenn irgendeiner dieser Damen nicht zu trauen ist, dann doch Cynthia. Ich denke jetzt mal wirklich an Triss und auch an diese Philippa-Geschichte und so weiter. Nee. Danke, aber ich habe Frau und Kinder. Sehr witzig, Hexer. Wirklich. Hm. Viel Glück und mach's gut. Okay. Da verschwindet sie. Sonst werd ich böse. Verscheucht eure schwarze Katze. Die Fledermaus, die Eule. Das war das jetzt alles? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber das muss es ja gewesen sein. Ja, tatsächlich. Okay, also die Geschichte ist beendet. Und die Kröte. Im wortwörtlichsten Sinne etwas unbefriedigend. Kann man hier, glaube ich, ganz passend sagen. Naja, gut. Da stehen wir dann erstmal wieder. Und ja, natürlich das Hexertreffen. Nee, Quatsch, das Magiertreffen. Das beginnt, der Kongress der Zauberer. Aber wir sollten auf jeden Fall nochmal das mit dem starken Numa recherchieren, bevor wir dahin marschieren. Ja, und die Sache mit den Gargoyles ist insofern auch ganz interessant, aber auch irgendwie schwierig, weil das war ja dieses komische Runenrätsel. Aber ist eindeutig davon die Rede, dass wir... Oh, warte mal, hier in dieser... Ich habe, glaube ich, hier das Buch noch nicht gelesen. Ich hatte noch mal irgendwann neu laden müssen. Das müssen wir kurz nochmal nachholen. Dann sehen wir nämlich, wie das weitergeht. Wenn wir nämlich das jetzt gelesen haben... Genau. Verlasst die Königshöfe. Dann werden wir daran erinnert, dass das hier um diese drei Siegel geht. Und wir haben bisher ja nur ein Siegel gefunden. Insofern bin ich im Moment mäßig motiviert, mich mit diesem einen Siegel nochmal intensiv rumzuschlagen. Es kann natürlich sein, dass die anderen Siegel irgendwie in diesen Hauptquartieren bei den anderen Fraktionen zu finden sind. Aber was ich auf keinen Fall möchte, ist jetzt so wie bei den Nilfgaardern auch alle anderen Fraktionen irgendwie mit dem Schwert auszulöschen, weil sie ja feindlich uns gegenüber reagieren. Das finde ich auch irgendwie übertrieben. Insofern denke ich, werde ich diese Siegelgeschichte, die Gargoyles, etwas nach hinten schieben. Wir werden das nächste Mal versuchen, noch dieses Geheimnis des stärksten Mannes herauszubekommen und dann zum Zauberer-Kongress zu gehen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.